nächste Haltestelle 4 sind Platz, haben wir bestimmt wieder zum Glück nicht angesagt. 50 dürfen wir hier und ist denn da vorne grün? Haben wir überhaupt eine Ampel? Nein, wir haben keine Ampel. Oh, wir dürfen fahren, das ist natürlich gut. Und was macht ihr denn da vorne? Abbremsen, weil... Ja, ich meine, da könnte ja zum Beispiel... also da könnte ja was sein, wie zum Beispiel, dass irgendwie... Nö, hier ist nichts. Ach ja, und das schöne gelbe Blinklicht, dass es nicht mehr gelb blinkt, was hier festgemacht ist. Ja, ja, das waren noch Zeiten, als ich die Map hier um die 2 kompatibel gemacht habe. Ja, ja. Ja, das gelbe Blinklicht war dafür verantwortlich. Also für alle, die irgendwie... Ja. Ach stimmt, die blöden BMO-Objects-Büsche haben ja eine Kollision. Da war was. Ja, die haben eine sehr unberechenbare Kollision. Ich bin ja froh, dass schon die Standard-MR... Sorry, das heißt ja nicht mehr MR. Das ist jetzt ja hier Marcells. Das ist alles Marcells Zeug jetzt. Das ist ja nicht mehr MR. Das ist jetzt ja Marcells. Deswegen ist es auch Marcells offizielles Omsi-Forum, wie es jetzt so da steht. Deswegen ist es nicht mehr das, sondern Marcells Forum. Das sind ja auch keine MR-Büsche mehr. Das sind natürlich Marcells Büsche, ganz klar. Tut mir leid. Ich finde es so zurzeit ein bisschen lächerlich. Keine weiteren Worte drum. Ich finde es schon mal gut, dass die Büsche keine Kollision mehr haben und dass die Bäume nie eine gehabt haben. Dass diese komischen BMO-Objects-Büsche immer noch welche haben. Naja, kann man nichts machen, weil vor allem die Objekte auch nicht mehr weiterentwickelt werden. Also der Entwickler ist ja irgendwie, glaube ich, schon seit geraumer Zeit im Forum gesperrt. Die Download gibt es irgendwie gar nicht mehr offiziell. Die werden immer nur von Map zu Map, glaube ich, so mitverteilt. Und naja, ich habe einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich das mit Doppel auch so gemacht habe. Josh. Aus. Pfui. Ihr geht. Schön, auf jeden Fall. Da können wir Ansage machen, dann unterbieten wir hier so das Trash-Gelagere mal. Nächste Haltestelle, Waldenheck. So sieht's aus. Hier kommen wir. Auch eine sehr böse Stelle hier. Hätten wir so ein bisschen schöner, gerade, aber ein bisschen fahrerischer Anspruch finde ich auch nicht schlecht. Kann man auch mal zwischendurch haben. Ach, Berg runter. Ja. Wobei unsere 290 PS, Entschuldigung. Ich glaube, die sollten sowieso nicht so großartige Probleme mit sich bringen, deswegen. Naja. Fahren wir mal da rechts ran. Retardern mal eine kleine Runde. Ah, ist das schön. Mal wieder retardern. So. Wobei das Retarder-Dingensbums. Ich fahr ein bisschen zu weit. Das Retarder-Dingensbumsen-Skript ist hier nochmal ein bisschen besser gelungen als in diesem. Oh, lass mich überlegen. Hallo. Icarus 256, den ihr schon mal gefahren, mir der mir echt gut gefällt. Wenn ich immer gerne öfters fahre, dann habe ich das Gefühl, naja, sowas kommt bestimmt so gut an bei euch. Das ist natürlich... Finde ich schade, weil ich feiere solche Dinger irgendwie, deswegen... Ich drück's dann im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem nochmal rein, aber... Hier ist es ein bisschen besser umgesetzt, weil ich habe so das Gefühl, dass andere Retarder-Skript von dem anderen Bus, also die nur die scannen können, was damit anfangen, ist im Prinzip so gemacht, dass es, glaube ich, einfach nur bremst. Also das ist natürlich wieder drehzahlabhängig wie der normale Retarder. Und das andere kommt mir so vor, wie einfach nur so bremsen. Also es bremst einfach, egal ob mit Gang, egal ob ohne Gang. Und es bremst einfach und deswegen, naja, wirkt es meistens eigentlich unrealistisch. Hat auch keine Abstufung in Bezug zum Drehzahlbereich. Im höheren Drehzahlbereich bremst natürlich ein bisschen mehr. Das hat das Skript hier schon, aber das andere halt nicht, ne? Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. Schöner Rasthof auch da rechts. Schade, dass man nicht drüber fährt, aber ja. Gefällt mir auf jeden Fall. So. Ach, wunderschön, die Kurve rein retardert. Und retardern ist natürlich auch durchaus ein Verb. Und was ist da links mit der Textur los? Die muss natürlich so, gar keine Frage. Das ist ein Feature und das müssen wir natürlich so unterstützen, weil, ja, ist natürlich durchaus wichtig ist für den Spielablauf. Und schade, wenn der Kollege jetzt irgendwie hätte rechts abbiegen müssen, dann hätten wir das auch können. Aber jetzt haben wir ja eh grün wach. Und wir müssen etwas ausholen, glaube ich. Weil wir wollen, glaube ich, weder die Fußgängerampel noch das Schild da vorne mitnehmen, ne? Das soll hängen bleiben, weil alle anderen Leute sollen natürlich auch gewarnt werden. Wobei wir natürlich, wenn wir es abreißen, Arbeitsplätze schaffen für Leute, die, die wieder aufstellen. Das ist natürlich auch eine Theorie, die auch relativ viele Leute im Let's Play praktizieren. So ein Fahrstil, der natürlich Arbeitsplätze schafft, aber ist nicht so ganz so meins. Ich fahre lieber halbwegs anständig so, weil ich meine... Ist es so einfach. Also, was haben wir hier? Friedrichstraße. Wunderbar. Kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo. Ja, der Tür brauchen wir eine Weile. Was sagt denn auch die Temperatur und der Fahrplan? Können wir mal schauen. 20 Grad. Ich denke, das geht gerade so noch in Ordnung.
Die können ja Klappfenster aufmachen, wenn sie wollen. Friedrichstraße haben wir, sind wir 54, sind wir 56, ja. Aber 2 Minuten passen, würde ich sagen. Der Kollege wartet auch. Hirsch, es ist kein Kollege. Der fährt weder Mercedes noch, es ist ein Busfahrer. Ja, tut mir leid. Und diese Dinger haben auch eine böse Kollision, diese Strawberry-Boxen. Deswegen bin ich aber ein bisschen vorsichtig. So. Haben wir hier ein bisschen mit Vollgas raus. Und einmal runter. Wunderbar. Haben wir erledigt, natürlich auch wieder keine Fahrgäste hinten im Bus rumgeworfen. Das, nee, das tut mir so. Nächste Haltestelle: Stadtbücherei und Stadt. Erst recht mit unserem ZF-Getriebe, was doch irgendwie sehr. Vom Schaltverhalten her, Tag Gelenkbuskollege, einem Dingenskirchens ähnelt, einem. Boah, ist eng hier. Einem Schaltgetriebe ähnelt. Das war wahrscheinlich sehr, 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 sehr knapp. Aber es kommt ja auch an Verkehr, ey. Ich meine, also Feierabend, das sehe ich echt nicht ein. Also das, Leute, nee, ihr dürft keinen Feierabend machen, weil sonst komme ich mit meinem Bus hier nicht rum. Ich glaube, die Kurve bekomme ich mit meinem linken Vorderteil auch relativ schlecht, wenn da jemand ist. So, machen wir mal so. Ausholen ist immer besser als nachholen. Ich glaube, das war keine Gegenteile, Josh. Das war das etwas falsch. Tut mir natürlich leid. So. Schauen wir mal nach hinten, weil der Spiegel hängt da so weit oben. Ich möchte nicht in meinen Kopf verdrehen. Schaut natürlich lieber nach hinten, weil den Kopf nach hinten zu verdrehen ist natürlich durchaus einfacher als nach oben zu schauen, aber naja. Das kann natürlich auch erstmal Einbildung sein. So, die warten. Ach, der Mercedes-Kollege von gerade eben. Ja, ich komme hier wieder nicht gescheit raus. Hilfe. Hilfe, Angst, Panik. So, jetzt aber. Ich habe nämlich immer Angst, dass ich links, wie im letzten Video hier, immer so ein, naja, parkendes Auto mit, beziehungsweise ein fahrendes Auto. Ist ja nicht für Unterschied, das sind alles Autos, ne? Nächste Haltestelle, Bad Berleburger Allee. Oh, oh, da hat der Mozart aber irgendwas falsch benannt. Das ist noch die alte Ansage. Na, na, na. Wobei die auch irgendwas hat. Das gefällt mir auch. Ja, irgendwas ist da falsch benannt worden. Das ist natürlich, also es ist intolerabel. Und die, was mir richtig, richtig, richtig geil gefällt, kann ich mal sagen, ist die Mauer hier. Es ist zwar nur eine Mauer, aber es ist eine geile Mauer. Deswegen, sie gefällt mir. Oh ja, eine Mauer. Geil. Oh ja, okay. Was, die 662 fährt auch hier lang? Okay. Kann natürlich auch neu seit neuestem so sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Naja. Wat mut dat mut, das ist einfach so, ne? Wow, das könnte auch wieder eng werden. Ich fahre einfach mal. Ich muss ja keine Kurve machen. Der Golffahrer fährt dann nämlich rein, wenn er nämlich reinfährt. Was er nicht tut, boah. Ach, sind wir stolz auf den guten alten Golffahrer. Was? So. Das macht denke ich mal gleich. Da, genau, da. Ganz versteckt hinten in der Kurve, machen wir Warnblinker rein. Möchte wieder keine mit, oder? Ich komme mir so nutzlos vor. Haben Sie auch solche Gefühle? Dann kaufen Sie sich Fahrgäste. Wenn keiner mit Ihnen fahren möchte, bekommen Sie jetzt günstig Fahrgäste auf für YouTube, auch für Facebook ein. Josh Lern Satzbau. Ich wollte irgendeine scheiß Anspielung auf Abonnenten und Hilfe. Facebook-Fans kaufen machen, aber meine Satzbauschwierigkeiten haben dann Strich durch die Rechnung gemacht. Tut mir natürlich leid. Falsche Richtung. Ich wollte nach da gucken. Aber es geht sogar, so eng war es gar nicht. Ja, schon machst du viel zu viel Panik. Ja, ist ja okay. Nächste Haltestelle, Mondstadt Schulzentrum. Boah, es ist 17 Uhr. Ich denke mal nicht mehr, dass da allzu viele Schüler da sind. Die dürften im Prinzip alle schon frei haben, aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Hier müssen wir vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und langsamer tun. Nach dem Kollegen hier. Gib Gas! Dass wir noch durchkommen. Weil ich glaube, der, ja, die fahren, glaube ich, generell da rein. Invisible Streets sind was Tolles. Ich hätte mir echt mit OMSI 2, da gab es ja zeitweise mal diesen Wünsch dir was für OMSI 2 Thread. Finde auch ein tolles Wort. Thread, genauso wie Terrain. Terrain heißt es, Josh, ey. Ja, ist okay. Ganz ehrlich, wenn ich mal Zeit gehabt hätte und da gewesen wäre, wenn der offen gewesen wäre, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, hier irgendwie so Kollisions- bzw. Hallo. Fahrzeugerkennung auf Invisible Streets, weil das ist irgendwie was mich irgendwie immer noch so ein bisschen aufregt, dass da irgendwie keine Kollision. Doch, Kollision findet ja statt, das ist gerade das Problem dabei. Also keine Fahrzeug- und Dingensrechtserkennung auf diesen Invisible Streets-Teilen da ist.
Kann sein, dass es auch technisch ein bisschen schwierig zum Realisieren ist. Kommt da was? Ja, da kommt was. Aber irgendwie... Naja. Ich meine, man bekommt es auch so hin, dass im Prinzip die... Ach, Positionserkennung von anderen Fahrzeugen... Ich fahr gar nicht so scheiße. Mami. Okay. Also man bekommt es im Prinzip auch hin, dass die quasi einen erkennen, wenn man vor denen fährt. Da fahren die langsam oder bremsen. Ich warte mal besser. Dann erkennen die im Prinzip auch, dass man da ist. Aber sie erkennen halt nicht, wenn man von der Seite da ist. Das ist... Ach, jetzt kommen die alle hier irgendwie so angetröppelt, natürlich, in Ordnung. Deswegen hat man auch in der Fahrschule immer schön aufholen, weil ansonsten sind die blöd. Gib mal Gas. Wobei, da kommt gerade jemand, das kommt ein bisschen gemütlich um die Kurve fahren. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja irgendwie nur so 2 bis 3 Minuten zu spät. Das ist Hashtag Dauerzustand, das muss so. Nächste Haltestelle, Siegener Straße. Wobei, ich muss auch sagen, dass hier teilweise die kleinen engen Gässchen schon relativ anspruchsvoll sind zum Fahren. Also so schön am Kurbeln, gefällt mir aber. Es gibt ja so... Also, ich habe nichts mitgenommen, das war relativ gemütlich über die Dinge gefahren. Man kann sie aber auch anstellen. Leute, ey. Ja, in der letzten Aufnahme noch gesagt, ja, Umsicht meckern der Fahrgäste ist schon durchaus realistisch, weil... Ja, jetzt habe ich es ja selber erfahren, wie es ist und so. Und, naja... Das muss aber auch wieder so. Was macht der Kollege? Er fährt... Nicht dahin, wo es mir angenehm wäre, aber... Naja. Er hätte wahrscheinlich auch, wenn ich ihn ganz lieb gebeten hätte, hätte natürlich auch einen Umweg gefahren, natürlich, um es nur mir recht zu machen, gar keine Frage. Siegener Straße. So. Einmal ran da. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch. Bäh. Mund. Bäh. Auf. Ach, man sollte vielleicht auf den Türtaster drücken. Ich weiß nicht, ob ihr das so von früher kennt, aber ja, man kann durchaus auch sagen, dass es sinnvoll ist. Hier können wir mal zumachen. Dass es durchaus sinnvoll ist, die Tür zuzumachen. Kind, Kurzstrecke steht zwar nicht dran, kostet aber 1,10. Es wären dann 40, 50, sind wir bei 2. Das wären dann 3 und 5. Bitteschön. Ich habe das mehr für Kleingeld, Wechselgeld ausgegeben, als dass es was bringt. Also irgendwie, naja. Kinderkurzstrecke, sowas hätte es bei uns nicht gegeben. Ja, im Überland. Da werden sie alle zur Kasse gebeten. Da heißt Fahrpreis entrichten noch was. Bäh. Vielleicht ein bisschen langsamer. Aber sie haben nicht gemeckert, das ist schon mal ein Vorteil. Nächste Haltestelle, Strandbad und Stadt. So sieht's aus. So, die letzten schönen sonnigen Tage hier, die letzten Sommertage, bevor dann auch die Blätter rot werden, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja, da kann man so ein bisschen noch in ein Strandbad gehen. Da möchte auch gerade jemand aussteigen. Ja. Was sagt denn der enge Kreisverkehr dazu? Der sagt, dass du kannst fahren, das ist natürlich toll. Nee. Wir sollten die fahren lassen. Sonst komme ich doch nicht rum, ne? Ihr könnt schon fahren, Leitz. Wenn ich mache, dass ihr fahren könnt, dann könnt ihr auch fahren. Du auch. Beeilet euch, Gefolge. So. Einmal die Kurve und dann... Bäh. Kommt die angebraust. Könnt ihr nicht 30 ließen? Da steht 30. Mann! Ist nicht nur zur Deko da, wie... Naja, also... Der Fahrplan ist so zur Deko da, aber natürlich ganz wichtig, dass man sich an Straßenverkehrsordnungsrichtlinien hält. Oh, die Brücke gefällt mir. Gefällt mir echt. Das, falls das ironisch geklungen haben möchte, tut es mir unendlich leid. Ihr könnt natürlich gerne Beschwerdebriefe schreiben. Genauso wie der Kollege, der kann auch Beschwerdebriefe schreiben, dass ich so... Ach, so vorstellen und voreilig hier durch die Gegend fahre. Das geht natürlich gar nicht. Einmal wenden hier. So. Nach links schauen, damit wir nach links gucken können. Ja, Sachen kommentieren, die selbstverständlich sind, ist natürlich auch... Trägt ganz klar zur Qualität des Let's Plays bei und lässt für mich immer wieder die Frage aufwerfen, warum sich das hier eigentlich antut bei mir. Also, schön. 56, das sind wir, oder? Ich muss nochmal gucken. Nein. Passt soweit und einmal einsteigen, bitte. Die Fahrkarten, bitte. Hallo. Haben Sie keine Uhr? Doch, es ist 17.05 Uhr. Warum? Wann müssen wir denn hier sein? Strandbad. Ja, gut, also ganz knapp. Man kann sie aber auch anstellen. Also so ganz knapp hier am Meckerzeitpunkt. Und ich meine, es war echt viel Verkehr hier in. Wie hieß das Kaff gerade eben? Mondstadt. Ich glaube, es ist alles irgendwie so.
halbwegs die gleiche Ortschaft, bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Da kommt nichts, das heißt, da, naja, in größerer Entfernung. Das heißt, okay, dann warum da? Wunderbar. Also umsteigen könnt ihr auch, liebe Folge, da hinten. Wach. So. Ich fahr zu schnell, So. Schön ein bisschen entspannt hier in der roten Ampel. Kann man auch mal machen. Und ach, ich habe doch was zu trinken da hinten stehen. Ach, kann man auch mal machen. Hier steht 3 Minuten, die du noch hättest fahren müssen, das hättest du auch noch so hinbekommen. Also wirklich, das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung für dir, D-Abo. Ja, tu dir keinen Zwang an. Einmal rum da. Dann dürfen wir auch schon hier einmal die Schiene überqueren gleich. So, einmal rein hier und das wird auch wieder eng. Ah, da fällt mir so ein tolles Spiegel hier. Und den vielleicht bald nicht mehr? Ah, hat gereicht. Schön. So, einmal raus da hinten. Aber ordentlich, was das rausgeht. Und so arg voll, wie meine Befürchtungen waren, ist der Bus doch nicht geworden. Finde ich gar nicht mal schlecht. So, jetzt können wir fahren. Hier, die Tür war noch offen. Das finde ich auch nicht okay von dir. Ja, ist ja okay. Ist ja gut. Shopping Area. jetzt dürfen wir fahren. Ja, wir dürfen fahren. Da kommt keiner, das heißt, wir dürfen auch gleich mal abbiegen. Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und ja. Dann neige sich auch diese Folge langsam die Ende, bevor die Fange. Nein! Falsche Kreuzung. Ja, stimmt, bist du doof. Ja, stimmt, bist du dumm. Ja, stimmt, bist du dumm. Ja, stimmt, bist du dumm. Eine Weide wäre es gewesen, oder? Wie komme ich drauf, da abzubiegen? Leute, komme ich da auch. Nee, besser nicht. Ich wende einfach mal. Ganz fidel. Ich meine, man kann sich ja so in den letzten, wobei Einsteigenbereich kann man es ja auch nicht nennen, weil, ja, und so kennt ihr. Ja, Leute, stellt euch nicht so an. Wobei kommen wir da rum? Das spawnen zwar die ganze Zeit Autos, das macht mir Angst, aber ich denke, wir kommen da durch. Bitte nicht, bitte nicht. Ich fahre einfach mal. 3, 2, 1, boom. Ja, da wieder funktioniert, finde ich ganz gut. Ach, alternative Wegfindung. So, das beherrscht zwar kein Navi, aber bekommt ihr nur hier professionell bei meinen Let's Plays alternative Wegfindung über nicht ausgestaltete Bereiche. Ja, das muss so. Shopping auf 3 Etagen natürlich auch. Ja. So, macht mal hin da vorne. So. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich da nicht rein, weil, ach doch, da kommen wir sogar rum. Ach, die haben sogar an mich gedacht. Das ist so herzallerliebst, dass ich hier sogar abbiegen kann, wenn ich könnte. Hier schon aufs Erste, da wo diese komischen gestrichelten Linien sind, über die Linie fahren. Ja, ist ja okay. Jetzt warten wir einfach ganz fidel hier und bis da grün wird und so. Ach, es ist grün, das ist natürlich toll. Solange von vorne keine kommt, ist es, denke ich, alles in einem Rahmen, den man so durchaus akzeptieren kann. Komm. Durch hier und wunderbar. Haben wir es doch noch geschafft zum Ende der Folge. Ist doch toll. Ah, ich bin so stolz auf mich. So. Ende und Start. Ja gut, eher nur Ende heute für uns, aber. So. Ende. Motor aus. Hinten Tür auf, vorne Tür auf. Und können wir noch irgendwas Kreatives schildern? Nein, weil wir keine Linienliste haben, aber. Naja. Soll mich, soll uns nicht stören, euch vielleicht schon, das ist dann aber halt so, da kann man nichts machen. Und somit beende ich dann, denke ich einfach mal, die nicht mehr so ganz zweistellige OMSI-2-Folgentitel-Ära. Wenn man es so nennen kann, es kann natürlich auch sein, dass wieder was dazwischen kommt und die Aufnahme nicht funktioniert hat oder irgendwie, blablabla, kennt ihr ja alles. Ja, wenn es hier funktioniert, dann funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, dann ist es natürlich toll und ja. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei Folge 100, hoffentlich dieses Wochenende dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch mal hier noch so für die 99 Punkt irgendwas Folgen, die am meisten davon nur lästig sind und, naja, was so ist, das ist so und bis zum nächsten Mal und, ja,
bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie in ein paar Tagen keine Folgen kommen. Das ist dann halt aus aufgezählten Gründen so. Da kann man nichts machen. Bis dann, ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ich wiederhole mich. Habe es mir bestimmt nie aufgefallen. Nein, das muss aber auch so. Also tschüss.